Hey, hallo ihr Lieben. Ja, wie einige von euch vielleicht im letzten Video schon mitbekommen haben oder auch durch Facebook und Twitter, habe ich in Brasilien noch ein ganz besonderes Souvenir bekommen. Ein etwas persönlicheres, aber trotzdem möchte ich euch darüber heute ein bisschen was erzählen, weil vielleicht schon einige von euch mit dem Gedanken gespielt haben oder nicht richtig wissen, ob sie es machen sollen oder nicht. Und ja, wahrscheinlich haben es jetzt eh schon alle von euch erraten oder die meisten. Ich habe mir in Brasilien auch ein Tattoo machen lassen. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein kleines Video dazu, weil es immer ganz gut ist, darüber mehr zu wissen und es ja auch eine wichtige Entscheidung ist. Ja, wie gesagt, ich habe das Tattoo in Brasilien machen lassen. Ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, mir ein Tattoo machen zu lassen, aber ich war mir nie so richtig sicher, auch weil ich bis vor kürzerer Zeit noch gar nicht so ein Fan von Tattoos war. Ich erinnere mich noch, als ich in Ibiza im Urlaub war und eine Freundin von mir hat sich ein Henna-Tattoo machen lassen und hat mich dann auch dazu überreden wollen, mir so ein Henna-Tattoo machen zu lassen. Und selbst dabei habe ich noch ziemlich gezögert, obwohl es ja nur ein Henna-Tattoo war und das nach 10 Tagen wieder weggeht. Aber auch da war mir das nicht so geheuer, weil ich gehört habe, dass man dadurch Allergien bekommen kann oder Ausschläge. Und ich habe es dann letztendlich machen lassen. Und ich glaube, das war so der Punkt, wo ich so Gefallen an Tattoos gefunden habe, weil mir es dann sehr gut gefallen hat. Und ich dann mit dem Gedanken gespielt habe oder überlegt habe, was ich mir für ein Tattoo machen lassen könnte. Damals hatte ich so ein Sternzeichen, ich bin Widder, also das Symbol von Widder. Und ja, dann habe ich immer wieder überlegt und auch mit der Freundin darüber geredet, ja, wie wäre das und was könnte man sich machen und so. Und dann bin ich oft Motive durchgegangen, habe mir in so einem Notizbuch aufgeschrieben, was ich gut fände. Und zuerst wollte ich immer eine Schildkröte haben. Irgendwie mag ich Schildkröten und sie haben für mich so ein Inbegriff von Freiheit sind sie für mich. Und ja, dann kamen immer wieder andere Ideen und dann bin ich darauf gekommen, dass ich gerne einen Schriftzug hätte, weil ich auch gerne Schrifttattoos mag. Und habe dann lange überlegt, ja, und dann ist Brasilien immer näher gerückt und irgendwann habe ich mir gesagt, ja, wenn ich nach Brasilien fahre, wenn ich das wirklich mache und mir diesen Traum erfülle, dann lasse ich mir auch ein Tattoo machen. Und ja, gesagt, getan. Ich habe noch in Brasilien ein bisschen gezögert, aber dann habe ich im Internet geschaut und dann schließlich einen sehr guten Tätowierer gefunden, der auch Bilder auf seiner Homepage hatte und mich hat die Arbeit einfach sehr überzeugt. Und ich habe mich dann schließlich für diesen Tätowierer entschieden, Rodrigo Fernandes in Olinda im Nordosten Brasiliens. Und jetzt denken vielleicht manche von euch, ja, in Brasilien, das ist bestimmt nicht so hygienisch und nicht so professionell. Aber der Tätowierer war wirklich super professionell, super hygienisch. Wenn es nicht so gewesen wäre, wäre ich nicht dorthin gegangen. Und ja, das Ganze hat mich überzeugt. Und ich habe dann einen Termin ausgemacht. Ja, jetzt muss ich mal kurz die Jacke anziehen, ausziehen, weil es so warm ist. Ja, und dann habe ich also wirklich einen Termin bei dem Tätowierer gemacht. Und ja, war davor natürlich sehr aufgeregt, klar. Und ich habe mir davor schon überlegt, was ich gerne haben möchte und wo. Und habe mich dann dafür entschieden, mir Brasilien auf Portugiesisch stechen zu lassen, also Brasil. Und ja, wollte das gern so an der Hüfte haben. Die Stelle habe ich mir auch bewusst ausgesucht, weil ich eben keine auffällige Stelle haben wollte und weil das Tattoo nur für mich sein soll. Und ja, es ist mein erstes Tattoo, von daher dachte ich mir, es sollte erstmal an einer Stelle sein, wo es nicht so viele sehen können. Und auch wegen Beruf weiß man ja später nie. Selbst hier am Handgelenk kann es irgendwann mal irgendwie hinderlich sein für den Beruf. Und deswegen dachte ich mir, die Stelle ist ganz cool, da kann man es vielleicht manchmal sehen, aber man kann es auch sehr gut verstecken und deswegen fand ich die Stelle sehr schön. Ja, und Brasilien habe ich mir deswegen ausgesucht, weil ich ja eine große Verbindung zu dem Land spüre oder habe. Und für mich war eben diese Brasilienreise auch ein sehr großer Lebenstraum. Ich habe lange überlegt, ob ich es machen soll und mich dann letztendlich dafür entschieden. Und für mich ist es eben so ein Zeichen, dass man seine Träume leben soll und dass man eben nicht nur davon reden soll, sondern seine Träume auch wirklich umsetzen soll. Und deswegen ist für mich Brasilien dieser Inbegriff dafür, dass man auch mal so mutig sein soll und einen Schritt gehen soll. Und deswegen ist Brasilien für mich eine sehr wichtige, ja, Entscheidung in meinem Leben gewesen. Und deswegen wollte ich das hier verewigen. Und Brasilien ist einfach für mich, ja, mein Traumland sozusagen. Ich liebe die Kultur, die Sprache und ich möchte es immer bei mir tragen. Ja, dann kam der Tag. Eigentlich ging das ziemlich schnell. Ich habe den Termin einen Tag vorher ausgemacht und am nächsten Tag konnte ich hingehen und war natürlich davor auch aufgeregt und habe noch ein bisschen gezweifelt, obwohl ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich es machen möchte. Und ja, dann ging alles sehr schnell. Ich war dort,
der Tätowierer war sehr nett, wir haben locker geredet, er hat mir noch bei Facebook seine Seite gezeigt und mir von seinem Bruder erzählt, der in Deutschland wohnt, also wirklich sehr nett. Und ja, dann haben wir am Computer, hatte er so ein Programm, wo man die ganzen Schriften raussuchen konnte, und dann haben wir eben, sind wir die ganzen Schriften durchgegangen. Und ja, das war gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, weil ich immer so im Hinterkopf hatte, ja, das ist dann für immer und du wirst dann immer damit rumlaufen. Ja, und dann war auch noch das Problem, die Größe zu bestimmen. Er hat immer gemeint, ja, ein bisschen größer, und ich immer, ja, nee, ein bisschen kleiner. Aber jetzt gefällt mir die Größe ganz gut, weil zu groß ist nicht gut, aber zu klein ist auch nicht gut, weil sonst das Tattoo einfach so verlaufen kann mit der Zeit. Es ist einfach ein Fakt, dass ein Tattoo sich immer ein bisschen ausbreitet, und wenn man es zu klein macht, dann hat man nachher noch einen schwarzen Fleck dort, und das finde ich auch nicht so schön. Ja, und ich habe mich eben für diese Schreibschrift entschieden, weil ich das gern so ein bisschen verspielter mag. Aber es gab auch noch viele andere Schriften, die ich auch toll fand. Ja, aber es ging auf jeden Fall alles sehr schnell, fast schon zu schnell für mich. Und dann hat er das eben so abgemalt, das wird ja so abgemalt. Und dann auch die Haut abgepaust. Ja, die Stelle ist auch noch schwer. Der Moment, als er das dann so angepasst hat, da habe ich dann auch mit den Fingern so mitgeholfen, damit es auch ja an der richtigen Stelle ist. Aber alles sind so wichtige Entscheidungen, weil man sich immer denkt, ja, das ist fürs ganze Leben dann. Ja, aber dann war eben die Stelle und die Form und der Stil festgelegt, und dann ging es auch schon los. Er hat dann eine DVD von den Red Hot Chili Peppers eingelegt, um mich abzulenken, und ja, dann begann das Stechen. Und ja, vor den Schmerzen hatte ich eigentlich gar nicht so Angst, weil ich mir dachte, ja, für das Tattoo nehme ich das gerne auf mich. Und ja, dann ging es los, und ja, zu den Schmerzen kann ich sagen, sie fühlen sich an, wie wenn jemand mit einem sehr spitzen Bleistift sehr fest auf der Haut rumritzt. Und ja, die Schmerzen waren auszuhalten auf jeden Fall, also für mich nicht so schlimm. Das Schlimmste waren für mich eigentlich immer die Pausen, wenn er aufgehört hat mit der Tätowiernadel und dann wieder neu angefangen hat. Dann war es schon immer so ein bisschen, dass man so kurz, ja, ein bisschen stärkere Schmerzen hatte. Aber im Großen und Ganzen ging es, und es ging auch super schnell. Innerhalb von 20 Minuten war das Tattoo fertig, und ja, dann war schon alles geschehen, und dann kommt eine Folie drüber, und ja, dann habe ich eben hier solche Instruktionen bekommen, stehen jetzt hier auf Portugiesisch drauf, wie man sich danach verhalten soll und wie man das Tattoo pflegen soll. Ja, man muss es eben mit neutraler Seife waschen, eine Folie immer drüber tun, die man dreimal täglich wechselt, und dann immer so eine Creme drauf tun. Das ist so Bepanthen, Wund- und Heilsalbe. Und genau, man darf nicht ins Meer und nicht in den Pool und nicht in die Sonne, aber hier war das Tattoo ja eh sehr gut versteckt. Ich blende euch nachher noch ein Foto ein, also keine Sorge, ihr kriegt es noch zu sehen. Und ja, dann war das Tattoo fertig. Was ich dazu sagen muss, das Tattoo besteht ja aus zwei Teilen. Ich habe zuerst nur den Schriftzug Brasil gemacht. Und ja, dann nach einer Woche dachte ich mir irgendwie, ist irgendwie ein bisschen klein und ein bisschen unvollständig, und irgendwie kann da noch was dazu. Und dann habe ich lange überlegt, was ich noch dazu machen soll, was passen könnte. Und ja, ich habe dann überlegt, vielleicht die Flagge oder irgendein Tier oder noch irgendwelche Schnörkel drumherum. Aber habe mich dann dafür entschieden, die Landkarte oder den Umriss Brasiliens noch dazu zu tätowieren. Einfach, weil das noch so ein guter Abschluss ist und das Ganze noch irgendwie harmonischer macht. Und ja, für mich einfach noch kompletter ist. Und ja, dann habe ich nach 2 Wochen, ich glaube, das war Anfang März, nochmal einen Termin ausgemacht. Der Tätowierer war auch überrascht, dass ich nochmal komme, weil er dachte, ja, er wollte es ja eh immer kleiner haben, und jetzt kommt er nochmal und will noch ein Tattoo. Aber es war eine bewusste Entscheidung, und danach war ich echt so super glücklich. Der zweite Termin ging auch sehr schnell, es lief wieder genauso ab. Wir haben die Größe entschieden, und ja, das ging richtig schnell. Ich glaube, es hat eine Viertelstunde gedauert. Und ja, ich war sehr, sehr zufrieden und ja, würde jedes Mal wieder zu diesem Tätowierer gehen. Und vielleicht, wenn ich mal wieder dort bin, dann mal schauen, ob ich dann noch irgendwas machen lasse. Mal sehen. Zurzeit habe ich ja eine kleine Idee vielleicht, aber keine konkrete Idee. Ja, zu den Preisen kann ich noch sagen, das erste Tattoo, der Schriftzug, hat 75 Reais gekostet. Ich schreibe euch das hier hin, wie viel das in Euro sind. Und die Landkarte hat 60 Reais gekostet. Schreibe ich euch auch hier hin, wie viel das sind in Euro. Ja, also es ist auf jeden Fall wesentlich billiger als in Deutschland, weil in Deutschland sind die Preise echt ziemlich hoch, habe ich gehört. Ich glaube, da hätte ich echt so, keine Ahnung, 200 Euro dafür bezahlt. Ja,
Was kann ich noch erzählen? Ja, möchtest du mehr Tattoos haben? Ja, wie gerade eben schon gesagt, habe ich eine Idee, aber sie ist noch nicht konkret und mal schauen. Ich finde, man muss die Tattoos nicht alle auf einmal machen, sondern das ist so ein Prozess. Wenn man merkt, dass es richtig ist, dann kann man es machen lassen. Und bei mir ist es immer so, ich spüre das dann immer, ob es richtig ist oder nicht. Und wenn ich es will, dann mache ich es und wenn nicht, dann nicht. Ich denke mir auch bei Tattoos, warum soll man es nicht machen? Man lebt nur einmal und dann kann man auch mal ein bisschen verrückt sein. Und wenn man sich sowas wünscht, dann soll man es auch machen und nicht immer nur davon reden. Das Gleiche war jetzt auch bei meiner Reise, da dachte ich mir auch, warum soll man immer nur davon reden und nicht seine Träume verwirklichen? Man lebt nur einmal und das Leben ist dazu da, es auch zu genießen. Auch wenn man natürlich auch seinen Pflichten nachgehen muss, ganz klar. Ja, und ja, ob ich es bereue, dass ich das Tattoo gemacht habe? Nein, es gefällt mir super gut. Jedes Mal, wenn ich es sehe, bin ich sehr stolz, dass ich es gemacht habe. Und ja, alle reagieren auch sehr positiv. Ja, ich zeig's natürlich nicht allen, aber die Leute, die es gesehen haben, haben immer gesagt, boah, super schön und super Idee. Und ja, ich finde auch, es ist nicht so ein 0815-Tattoo, sondern es hat echt eine Bedeutung. Und mir gefällt es super gut und ich würde es immer wieder machen lassen. Und mir ist auch egal, was Leute davon halten. In meiner Familie bin ich übrigens auch der Erste, der ein Tattoo hat. Zumindest weiß ich von keinem, dass er eins hat. Ja. Von daher ist es eben auch nicht so üblich und wahrscheinlich hat bei mir deswegen auch die Entscheidung so lange gedauert, das machen zu lassen. Aber es ist auch wirklich wichtig, sich darüber wirklich im Klaren zu sein, dass es für immer ist. Man kann es zwar wegleisern lassen, aber es sieht auch nicht gut aus. Und ja, eigentlich ist es für immer und ist eine Entscheidung fürs Leben. Das heißt, man sollte sich da wirklich bewusst sein und sich bewusst dafür entscheiden. Und auch wirklich alt genug sein. Ich finde, unter 18 sollte man sich kein Tattoo machen lassen und auch lieber an keine offensichtlichen Stellen wie Hals oder Hand oder hier oben, keine Ahnung, weil es einem wirklich irgendwann nicht mehr gefallen könnte. Und ja, hier an der Stelle, wenn es mir wirklich irgendwann nicht mehr gefällt, was ich nicht glaube, weil es jetzt einfach zu mir gehört und mich immer an die schöne Zeit erinnert und dass man seine Träume leben soll, ja, dann wäre es auch verdeckt. Genau. Ja, das war so ein bisschen was über mein Tattoo. Wenn ihr noch Fragen zu Tattoos habt oder zu irgendwelchen anderen Dingen bezüglich des Tattoos, dann könnt ihr sie mir gerne stellen, einfach in die Kommentare reinschreiben. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles gesagt. Ja, so viel zu meinem Tattoo. Wenn ihr die Brasilien-Serie noch nicht gesehen habt und sie euch interessiert, dann könnt ihr gerne mal in der Infobox schauen, da verlinke ich euch die ganzen Videos. Ich bin eigentlich... Ich hoffe, die Kamera ist noch an. Ich habe immer so Angst, dass sie ausgeht. Nice. Ah ja, das ist übrigens meine neue Jeansjacke, die ich mir gekauft habe. Das haben halt auch schon einige von euch auf Facebook gesehen. Ja, das ist sie von Jack & Jones. Aber ich glaube, ich mache damit eh noch ein paar Outfit of the Days oder ein Haul oder sonst irgendwas. Mir gefällt sie auf jeden Fall sehr gut. So, jetzt schaue ich mal, ob die Kamera noch an ist. Moment.